Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei einer illustren Runde hier. Ich habe mir gerade mal spontan überlegt. Ah ne, wir wollten ja eine Blockwerkbank bauen. Ich hatte überlegt, ob ich hier noch ein bisschen weitermache, aber das ist jetzt im Dunkeln vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Hier, komm, da werden wir noch ein Bäumchen fällen. Wir haben auch mittlerweile schon so ein paar Setzlinge von Bäumen zusammen. Und dann bauen wir uns unsere Blockwerkbank. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da so für schöne Blöcke herstellen können. Dass wir uns vielleicht schon mal eine Plattform bauen. Na, wo bist du denn jetzt hingerutscht? So. Crafting. Rohstoffe, Holz. Juhu, jetzt können wir uns eine Blockwerkbank bauen. Ja. Ist ja immer noch dunkel. Wollte ich nicht eigentlich schlafen? Wobei es jetzt nicht zwingend notwendig ist, wa? So, machen wir jetzt eine Blockwerkbank hier. Ja, eine Blockbank. Cool. Wo stellen wir die dann hin? Die ist ja nicht so groß. Cool. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir uns jetzt hier für einen Block machen können. So, hier gibt es Stein. Oh, 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 oh. Alter, Alter. Na, das kann ja was werden, ey. Alter, da kannst du echt ein UFO mitbauen hier. Boah, krass, ey. Boah, Ornamentfliesen. Alter, Leute, wollt ihr mich... Alter. Guck mal, das finde ich gut. Das sieht geil aus. So was als Boden zu bauen, da brauchen wir einen Eisenbarren und da kriegen wir zwei so eine Dinger bei raus. Ist ja cool, oder? Die sind doch nicht schlecht hier. Also gibt es nur Blöcke, wa? Nicht Platten oder so was, wa? Planken? Ja, nur Blöcke. Die, das ist ja cool. Ich weiß ja nicht, was ich da zuerst nehmen soll. Lehm gibt es auch. Aus Erde können wir Lehmblöcke machen. Können wir eine Pyramide bauen zum Beispiel? Mann, was mache ich da zuerst? Stahlbeton. Wow. Pass mal auf, wir machen mal tatsächlich, das finde ich nämlich cool hier, solche Sachen. Das finde ich hier gut. Das sieht schon so ein bisschen alienmäßig aus, so wie so eine Startrampe. Aber eigentlich wollte ich ja auch modern bauen, wa? Oh, was brauchen wir denn für eine, wenn wir Putz, verschiedenste Putzsorten. Was brauchen wir denn, wenn wir modern bauen wollen? Kupfer habe ich gar nicht so viel. Fliesen. Guck mal, das hier zum Beispiel, das sieht doch modern aus. Oh, Alter. Alter, ich weiß ja nicht, was ich... Krass. Krass, ey. Modern. Guck mal, das ist doch ein cooler, moderner Fußboden. Was brauchen wir dafür? Steine. Okay, holen wir uns mal ein paar. Ja, die Entscheidung ist jetzt echt schwer. Aber da das ja erstmal das erste Nothaus ist, Fliesen. Und davon machen wir uns jetzt mal 40 Stück, ist ja schön viel, wa?
10 haben wir jetzt davon. So, jetzt haben wir 40. Dann bin ich ja mal gespannt. Und wie setzen wir die jetzt? Ach, die sind doch ja nicht so groß, wie ich dachte. Dann machen wir jetzt mal hier. Ah, okay. Sieht ja zwar nicht ganz so aus, wie ich dachte, aber ist okay. Hat sich einen schönen Fußboden. Halten Sie Maus Left gedrückt, um mehrere zu platzieren. Gut, das möchte ich aber jetzt gerade nicht. Weil ich will das hier wirklich richtig per Hand. Wie ist denn, dann ist das hier schon mal der Fußboden sozusagen. Bin ja noch ein blutiger Anfänger. So. Ja, es sieht ja schon ein bisschen modern aus, oder? Machen wir uns da nicht vor. Das ist aber noch nicht mal ansatzweise eine Größe, mit der ich irgendwie was anfangen kann. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Terraforming machen. Cool, jetzt wird es richtig lustig. Nach Folge 8. Der Rest war nur der Einstieg. Um Essen brauchen wir uns nicht mehr kümmern, hoffe ich. Weil wir aber trotzdem mal was essen könnten. So. Weiter hier abhaken. Und noch mehr Fliesen. Komm, wir machen mal noch mehr Fliesen, bevor ich vergesse, welche Sorte das war. Da waren nicht nämlich die hier. Herstellen eine, ich würde 10 herstellen. 10. Herstellen, herstellen. So, jetzt sind die Steine alle. Haben wir noch mehr Steine? Ein paar haben wir noch. So, Fliesen. Dann die gleich. Jetzt haben wir einen Haufen Fliesen. Für unseren schönen Fußboden. Wo die Vögel zwitschern und wird langsam wieder morgens. Ah, 7:15. Jo, da wird unser erstes Häuschen stehen, da in der Ecke. Wenn wir wahrscheinlich dann auch die Bergbänke alle reinpacken. Und ich versuche von Anfang an jetzt so ein bisschen moderner zu bauen. Dauert natürlich ein bisschen länger als bei Minecraft, aber ist noch absolut im Rahmen. Also gut, dadurch, dass wir jetzt ja erstmal hier uns einleben mussten. Ansonsten dauert es natürlich nicht so lange. Jetzt weiß ich gar nicht. Guck mal, das ist doch alles saugerade hier. Da brauchen wir doch ja nicht einebnen. So, jetzt könnten wir natürlich mal probieren mit dieser gedrückten linken Maustaste. Mal gucken, ein bisschen näher rangehen. Und das ist ja auch cool, dass er mitzählt. Bloß, warum sie mit setzt er die nicht? Ah, muss er mit rechts klicken. Ja, das kann sich natürlich eine Weile ziehen, bis wir hier unser Holz, da müssen wir noch viel mehr Stein abbauen. Das werde ich dann wohl mal offscreen machen. Kann ich bei der Gelegenheit dann noch schön suchen nach Alu. Na, das passt doch wie die Faust aufs Auge hier, ist doch klasse. Na, wenn das mal nicht Spaß macht, dann weiß ich ja nicht. Die Tomaten wachsen auch schon schön, die sind bald fertig.
cool. Ich will ja das Haus vielleicht auch ja nicht so groß machen. Wie ist das nicht? Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Nö, lassen wir mal die restlichen drei, lassen wir mal. So, dann haben wir hier schon wieder einen Haufen Barren fertig. Dann würde ich mal sagen, als nächstes. Tja, was machen wir denn als nächstes jetzt? Wisset ja nicht. Was machen wir jetzt als nächstes? Eigentlich bräuchten wir Steine, warum, an dem Fußboden noch weiter zu bauen. Also könnte ich dann wirklich auch offscreen machen. Hat ja auch keiner Bock, mir 3 Millionen Tage zuzugucken, wie ich Steine mache. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was zurücktun können. So, die Tomaten, die Steine. Da müssen wir auf lange Sicht wahrscheinlich auch mehrere. Was haben wir hier? Grashalm. Ist ja auch cool. Weiß ich noch nicht, was wir damit machen können. Blumen, gelbe Blumen, ganz viele. Wolle. Fackel nehmen wir mal mit. Die Dinger nehmen wir auch mal mit. Die nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Werkzeug packen wir alle hier rüber. Dann ein paar Äpfel ins Inventar. Die Barren kommen weg. Die Erde kommt weg. Hier haben wir noch dreimal Stein. Gut. Uiuiuiui. Was machen wir denn jetzt, ey? Am liebsten würde ich ja noch mehr Terraforming machen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für einen Spaß macht? Also wenn ihr das Spiel noch nicht habt. Ihr habt es bestimmt und guckt einfach nur so zu. Weil was ganz cool ist bei solchen Spielen, wenn du im Prinzip in der Zeit, wo du selber das Spiel spielst, lässt du auf dem zweiten Monitor mein Gameplay laufen, guckst mir dabei so zu. Viele Tipps sind da nicht bei, weil ich bin ja auch kein Profi. Ich muss aber sagen, dass es doch ziemlich selbsterklärend ist. Das finde ich ziemlich gut. Man muss hier nicht so ewig rumwuseln. Gerade der Einstieg ist bei manchen Spielen, wie beim Empyreon zum Beispiel, ist der Einstieg sehr schwer. Da kann man aus dem Nichts heraus kaum den Einstieg schaffen. Wenn man nicht irgendwie vorher eine Hilfe gesehen hat oder sich ein bisschen recherchiert hat. Ich habe mir auch ewig kein Update mehr. Ich habe es jetzt erstmal deinstalliert, weil ich Platz auf der Festplatte brauche. Und jetzt wirklich erstmal nur die 6, 7 Spiele, die ich aktiv gerade... Ah! Da hätte ich jetzt gerne ein bisschen Kürbissaat, ehrlich gesagt. Aber vorher werde ich mal einen Apfel essen. So. Juhu. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich pflanzen kann. Kann nur sein, dass man den ja nicht pflanzen kann, wa? Nee, kann man nicht. Kann ich jetzt überhaupt damit machen? Ja, nicht. Kann damit im Moment ja nicht machen. Kann den weder anbauen. Oh ja, okay, ist auch egal. So, ich glaube, hier müssen wir nochmal mit der Hake ran. Guck mal hier. War das jetzt der Kürbissetzling? Brokkoli, ich fass es nicht. Habe ich jetzt einen Brokkoli-Setzling? Ja, sogar 2 Stück. Na, das ist doch mal was. Cool. Ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne mit der Hacke nochmal, kurz haken. Nee, nicht mit dem Stock. Mit der Hake.
So. Das wird richtig schön planen, aber leider. Vielleicht kann man ja auch. Warte mal. Würde mich nicht wundern, wenn man da Grassamen sogar noch machen könnte. Indem wir mit der Sichel Gras absicheln. So, haben wir jetzt irgendwelche Grassamen? Nee, nicht. Doch, hier, guck mal, 18 Grashalme. So, und können wir die jetzt irgendwie hier setzen? Ja! Na, Alter. Das Spiel wird ja immer geiler. Jetzt können wir das damit wieder grün machen. Ist ja krass, ey. Perfekt. Die Entwickler sind wirklich richtige Perfektionisten, glaubst du? Sehr geil. Das ist jetzt super schön gerade. Könnte noch ein bisschen mehr Gras hier brauchen. Wir werden jetzt mal schön Gras einsammeln. Um die ganzen kahlen Stellen da ein bisschen zu begrünen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langwierig, aber ja, so kann man sich tatsächlich Altier terraformen. So, sehr schön. Immer weg damit. Ganz viel Gras haben. Ja. Sehr schön. Mann, das macht ja einen Spaß, mein lieber Scholli. Hätte ich nicht gedacht. Schleiche ich schon seit 3 Jahren um das Spiel rum. Aber es ist wirklich erst seit letzter Zeit, dass es so weit ist. Vorher war noch ein bisschen sehr kreativmodusmäßig. Und wie gesagt, Kreativmodus ist nicht so meins. Es war schön, wenn man seiner Kreativität freien Lauf. Aber da kann man sich ja halt auch so ein 3D-Hausdesigner-Programm kaufen. Ich möchte ja bei so einem Spiel immer noch so ein bisschen diesen Realitätsfaktor, als wenn ich wirklich derjenige wäre, welcher. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Gras. Können jetzt hier noch ein bisschen begrünen. So, sehr schön. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig hier. Da müssen wir jetzt noch mal kurz mit der Sichel rüber. So. Sieht doch schick aus, oder? Und hier möchte ich auch noch mal. Mann, da kriegen wir wirklich eine richtige, super glatte, plane Ebene hin. Ja, der Hammer. Was wir hier zu viel gemacht haben, können wir sogar wieder absicheln. Geil. Bin völlig beeindruckt. Sehr schön, ja, schön. Mann, hab ich viel. So, das war's. Ja, eigentlich ist es nur ein Arbeiten mit Texturen, wa? Ganze im Survival-Game verpackt. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Na? Kann es sein, dass es hier so ein bisschen gelblich ist, verbrannt am Ofen?
Er zeigt, glaube ich, genug Gras. Den Rest werden wir dann mit der langen Sense abschnitzeln. Aber da kann man ein bisschen mehr mit abpacken. Ein bisschen mehr mit abfarmen, oder? Doch, da kann man eine größere Fläche mit eben mal machen. Wenn sie denn möchte. Sie weiß noch nicht, dass hier überhaupt was ist. Ich muss ein bisschen weiter weg stehen, scheinbar. Ja, da haben wir noch so zwei, drei kleine gelbe Flecken. Sehr schön. Oh, die Folge ist vorbei. Jetzt bin ich schon mal sehr zufrieden. Guckt euch schon mal an, wie klasse das aussieht. Man könnte diese Flecken dann noch grüner bekommen, indem man dann nochmal Gras einsät. Könnte man sich überlegen. Oder man könnte sagen, gut, das ist halt so ein bisschen leichter Naturcharakter, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, wir kommen schon super voran hier. Oh, Entschuldigung. Schneide ich nachher raus. Danke fürs Zuschauen. Ja, das ist natürlich eine Aufgabe, da haben wir tatsächlich 3000 Folgen vor uns. Und ich kann wahrscheinlich auch nicht alles, was ich mache, aufnehmen, sonst wären wir blöde. Wir haben ja jetzt super schon mal die Grundlagen hier gehabt. Mal gucken, ob ich vielleicht wenigstens so ein bisschen Sachen zwischendurch mache, die so sehr langweilig sind, dass ich die nicht alle spezifisch aufnehme. Juhu. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wird dann eine neue Aufnahmesession sein. Also bis zur jetzigen Folge, von Folge 1 ab, habe ich alle hintereinander aufgenommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sehe gerade, ich muss auch noch was essen. Das werde ich mal mit euch zusammen noch schnell machen. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Mein Fleisch ist angebrannt. Alter, mein Fleisch ist angebrannt. Ich weiß es. Kannst du alles wegschmeißen. Kick mal, schwarze Kohle. Kann man bestimmt nicht mehr essen. Verbrannt, verbrannt. Da wird es Zeit, dass wir dann bald einen Mülleimer bauen. Da können wir dann nämlich, ihr wisst was, da können wir dann so alle ruhig hier bei mir. Ja. Dem Zoom ist auch absolut genial. Oh, ein Apfelbaum. Okay, danke. Tschüss.